hier zu sehen, die Radierungen von James Ensor. James Ensor ist ein sehr bedeutender Künstler und hat diese insgesamt 8 Radierungen angefertigt über die 7 Todsünden, die die 7 Todsünden thematisieren. Hier zu sehen, das erste Bild. Dargestellt sind hier 7 Personen, die Todsünden sind personifiziert und es geht los mit der Superbia, das ist der Hochmut. Und weiter mit einem gelben Gesicht und einem Mann, der etwas in der Hand hält hier unten, das ist dann sozusagen die Avaritia, die Habgier oder der Geiz. Direkt daneben eine Frau natürlich, die Luxuria, die Wollust wird dargestellt als eine Frau. Das ist ein konventionelles Darstellungsmittel in der Kunstgeschichte immer gewesen. Die Frau hat immer diese Sünde dargestellt. Sie wendet sich zu, beziehungsweise ein Herr wendet sich ihr zu. Das ist hier rechts zu sehen. Das ist sozusagen die Invidia, der Neid. Und ein Mann, der von Zweifeln zerfressen scheint, der außen geleitet ist, ist hier auf die Frau zugewandt. Und hier die weiteren 3 Personen. Einmal ein Mann, der sozusagen seine oralen Bedürfnisse befriedigt und etwas im Mund hat. Es ist sehr schwer zu identifizieren, wenn du mal ganz nah versuchst, ranzugehen, was der Herr im Mund hat. Sieht ein bisschen aus wie eine Zigarre vielleicht, ich weiß es nicht. Aber das könnte dann eben die Gula sein, ne? Hier rechts zu sehen, das ist wieder sehr einfach zu erkennen, Ira, ein Gesicht und ein Mann, der ein Messer in die Luft hebt, mit Blut verschmiert, das ist dann Ira, die 3. Todsünde, der Zorn. Und rechts zu sehen, offenbar die Trägheit, Arcadia. Alle 7 Figuren sind, ja, werden, also haben den Tod als Hintergrund, der Tod dargestellt als Skelett natürlich, das ist auch ein konventionelles Darstellungsmittel. Also wir haben hier überwiegend Personifizierungen, die Todsünden werden personifiziert. Hier zu sehen auch wunderbare Beschreibungen. Hier ein kleiner Text zu allen Werken, wann sie angefertigt worden sind. 1904 steht da. James Ensor lebte, wie gesagt, von 1860 bis 1949, ist also kein altertümlicher Künstler und könnte natürlich auch ganz gut diese Todsünden auf eher abstrakte Weise darstellen, weil in der modernen Kunstgeschichte Todsünden immer wieder abstrakt dargestellt worden sind. Die Personifizierung oder das Ganze in einem bestimmten Setting darzustellen, also einen gewissen, wie hier zu sehen, einen gewissen Situation, wie Personen aufeinander Bezug nehmen, das ist eher, und auch hier zu sehen, eher ein konventionelles Darstellungsmittel der Todsünden, wie wir es schon bei Hieronymus Bosch zum Beispiel haben, der ja auch die Tafeln der 7 Todsünden und der 4 letzten Dinge entworfen hat. Ein wunderbares Kunstwerk und das ist natürlich dann etwas älter. Ne? Hier auch zu sehen, links wie ein Rahmen eingefasst, die 8 Radierungen, wieder die schönen kleinen Zettelchen. Wobei man sagen muss, diese Radierungen sind schon sehr klein, es ist schon fast so Postkartengröße. Und insofern müssen wir da jetzt gucken. Gehen wir das nochmal in der Reihenfolge durch. Die erste der Todsünden ist die Superbia. Die Superbia haben wir hier. Dargestellt ein Mann, der gewissermaßen seine Leibeigenen hat, die sich um ihn scharen und die offenbar sehr ärmlich sind. Hier zu sehen ein Vogel, Strauß oben links, auch ein konventionelles Darstellungsmittel in der Kunstgeschichte, immer wieder vorgekommen, um die Superbia darzustellen. Der Hochmut, das ist die Wurzelsünde. Die Wurzelsünde oder die Königin der Todsünden, auf die alle anderen Sünden folgen. Von Gregor dem Großen wurde sie sozusagen an erste Stelle gesetzt und dann von Hugo von St. Victor wurde die Ordnung geschaffen, die sich dann durchgesetzt hat bis heute. Der Hochmut, eine aktuelle Todsünde sozusagen, eigentlich eine Tugend eher in unserem aktuellen Wirtschaftssystem. Hochmut ist im Grunde ein Mittel, sich abzugrenzen, sich sozial zu positionieren, insofern eigentlich eher eine Tugend. Früher war es keine Tugend. Die zweite Todsünde, die zweite der 5 geistigen Todsünden, mit denen die 7 Todsünden losgehen, das ist die Invidia, hier zu sehen, der Neid. In der Kunstgeschichte vergleichsweise selten dargestellt. Die Frau hier umfasst von Menschen, die auf sie bezogen sind, außen geleitet, hier im Hintergrund strahlen, die Sonne strahlt, sie ist die Sonne, um die sich die Menschen drehen, die Menschen sind nicht ihre eigenen, sondern drehen sich nicht um sich selbst, sind außen geleitet, das ist der Neid. Die Frau, die etwas besitzt, das Kind vielleicht die Zukunft besitzt, wir wissen es nicht. Der Neid ist zusammen mit der Arcadia, der Trägheit, in der Kunstgeschichte am seltensten dargestellt worden.
von Künstlern, die Luxuria wiederum am häufigsten, sie ist am häufigsten anzutreffen, offenbar weil es einfach am einfachsten ist, die Luxuria darzustellen. Die dritte Todsünde und die dritte geistige Todsünde, Ira, der Zorn hier zu sehen, Menschen stechen sich die Augen raus, sehen nichts mehr im Zorn, werden blind durch den Zorn, eine ganz traditionelle Darstellungsweise, weil das ist immer so dargestellt worden von ganz vielen Künstlern. Hier natürlich auch szenisch dargestellt, eine Szene wird dargestellt, nicht nur eine Person, wie zum Beispiel bei Jacques Callot, der ja auch Personifizierungen schon in der, zur Zeit der Renaissance und gemacht hat und über die sieben Todsünden oder im mittelalterlichen Vorstellungen. So, das geht dann weiter mit der Arcadia. Die Arcadia ist die Trägheit, die vierte Todsünde, hier zu sehen. Zwei Menschen, die da fett im Bett liegen und schlafen, die Zeit vergeht, oben zu sehen, die Uhr. Der Tod ist dabei, ein Fernseher, natürlich allgemeine Fernsehverstummung. Die Menschen sind nicht mehr in der Lage, etwas von sich zu geben. Und draußen die arbeitende Bevölkerung. Auch hier sehen wir an einem Kontrast in einer szenischen Darstellung in einem bestimmten Setting deutlich gemacht, was diese Todsünde bedeutet. Die Arcadia, die Trägheit, die fünfte und letzte der geistigen Todsünden, das ist die Avaritia, die Habgier. Der Mensch, der hier auf dem wunderbaren Tisch seine Münzen sammelt und erschlagen wird, offenbar von einer anderen Person, das ist das, was passiert, wenn Menschen zu viel Habgier besitzen, auch sehr aktuell im Kapitalismus eine Tugend tatsächlich. Das war ja im Mittelalter noch so, dass die ständische Gesellschaft natürlich anders organisiert war. Erstmal war Neid natürlich keine nützliche Sache wie heute im Kapitalismus. Heute im Kapitalismus ist das eine Triebfeder, ist das etwas, was Konkurrenz anregt. Und damals war das so mit dem Neid im Mittelalter eher schwierig. Da waren die verschiedenen Stände Gott gegeben und da hat man da sowas nicht gebraucht. Und mit der Habgier verhält es sich doch ähnlich im Mittelalter auch eher nicht so nützlich, weil da waren doch die ärmlichen Menschen auf die Gunst der reichen Stände angewiesen und da war es nicht sehr nützlich, sich gegeneinander abzuschließen. Das ist heute etwas anders. Und dann haben wir natürlich die zwei fleischlichen Todsünden. Todsünde Nummer 6, Nummer 7 nach der klassischen Anordnung. Und da geht es los mit Gula. Gula hier zu sehen, hier in dieser Ausstellung Schloss Wilhelmshöhe als letztes dargestellt. In der traditionellen Anordnung ist es tatsächlich die erste fleischliche Todsünde und insgesamt Todsünde Nummer 6. Hier Menschen, die offenbar sich erbrechen. Das Erbrechen auch ein klassisches Sujet zur Darstellung der Todsünde. Und hier auch draußen wiederum dasselbe Setting, arbeitende Menschen. Das ist wiederum auch eine klassische Personifizierung. Ne? Das ist etwas, das jeder kennt. Die fetten Schweine, die bei McDonald's sitzen. Eine aktuelle Todsünde, die en vogue ist. Ne? Womit man viel Geld verdienen kann. Und die zweite fleischliche Todsünde, die auch gewissermaßen folgt oder folgen kann, das ist die Luxuria hier zu sehen. Eine sehr ungewöhnliche Darstellung. Hier haben wir halt unten rechts hauptsächlich. Unten rechts hauptsächlich das Wesentliche, nämlich die fette Frau, die nackt ist und darstellt die Luxuria. Und Luxuria ist halt immer dargestellt in einer nackten Frau. Haben wir bei allen Künstlern, haben wir Mittelalter, Renaissance, Neuzeit, alles. Die sieben Todsünden sind ja immer wieder dargestellt worden. Die sieben Todsünden, das ist ganz wichtig noch zu bemerken, sind ja nicht, also sind ja in einem religiösen Kontext entstanden, sind aber nach wie vor aktuell. Deswegen haben ja auch im 20. Jahrhundert zahlreiche Künstler sich damit beschäftigt, auf abstrakte Weise, auch Fotografen waren dabei. Und es ist einfach sehr wichtig zu wissen, dass es hier um soziale Prozesse geht, um gesellschaftliche. Die sieben Todsünden sind nicht einfach irgendwelche theologischen Statements, sondern es geht in erster Linie um Charaktereigenschaften, die nicht produktiv sind oder die in irgendeiner Weise nicht dem angestrebten Ziel dienlich sind. Und weil das so ist, haben diese sieben Todsünden nicht an Aktualität verloren. Das ist ein häufiges Missverständnis. Sie wurden lediglich umgedeutet und werden anders versprachlicht. Also zum Beispiel sagt man heute nicht mehr Fresssucht oder Völlerei. Völlerei ein völlig kein gängiger Begriff mehr, sondern man sagt heute Genuss. Ne? Oder man sagt heute nicht Arcadia, man spricht nicht von Trägheit, sondern man spricht von Wellnesskultur. Das ist Wellness. Ja? Dasselbe hier, da denkt man an Bourdieu, die feinen Unterschiede, man möchte sich positionieren, das ist heute anders bewertet, aber es ist natürlich nach wie vor aktuell, das ist ganz wichtig zu bedenken. Und hier der Neid, wichtige Triebfeder für die Wirtschaft, sagt einem jeder Unternehmenschef, Neid ganz wichtig.
und heute eine Tugend. Und natürlich, Leute stechen sich die Augen raus, das ist etwas, was de facto passiert, besonders oft in zum Beispiel Bielefeld oder anderen sozialen Brennpunkten. Habgier, selbstverständlich, kann auf eine lange protestantische Tradition zurückblicken, ist halt auch religiös konnotiert, muss man dazu sagen. Geiz, Habgier ist halt auch etwas, was immer wieder neu bewertet worden ist und natürlich halt auch im Zuge der Herausbildung des Protestantismus immer wieder auch anders bewertet worden. Und insofern hat James Enzo halt wieder auch ein Sujet hier zur Darstellung gebracht in den handkolorierten Radierungen, das sehr häufig in der Kunstgeschichte vorkommt.